guck. Ich verstehe das gerade überhaupt nicht. Was mache ich denn falsch? Oh, willst du mich verarschen? Warum explodierst du denn ständig? Ich verstehe es nicht. So, ich hänge jetzt hier gerade irgendwie. Ey, was soll ich denn machen? Okay, dann mach ich's halt so. Ich hätte einfach die Autos abschießen sollen. Oh Mann. Wir müssen weiter. Und das sagt mir, dass das kein normales Abtier ist. Ihr stürzt euch alles ein. Nach links. Schön. Nach rechts. Ui. Alter. Ach ja, klar. Was denn nun? Ach, das wäre. Ich darf wieder ein bisschen steuern. Alter. 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 Okay, das war jetzt, komisch. Oh, Scheiße, was jetzt? Budung, Budung! Okay, hey. Ganz ruhig. Keine amerikanischen Truppen in Pakistan sein. Ganz ruhig. Tian Zhao, er hat mit meinem Vater in Afghanistan gekämpft. Wir haben keinen Streit mit China, General Zhao. Unser einziges Interesse hier ist Raúl Menéndez. Dann haben wir etwas gemeinsam. Seien Sie sicher, Amerikaner. Wenn Sie wegen Raúl Menéndez hier sind, habe ich keinen Grund, Sie zu töten. Oho. Okay. 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 Okay.
Okay, okay, okay. Eine neue Eingreiftruppenmission ist verfügbar. Karma. Nehme ich. China würde Milliarden zahlen, um diese Drohne zu bekommen. Buen fortuna de Falcon. Gutes Karma. Die Cyberwaffe. Moment, da. Genau da. Seht ihr das? Querverweis des Bildes mit aktiven US-Firmenlogos. Kein Treffer. Querverweis weltweit. Moment mal, Moment. Das ist Colossus. Die Karma-Waffe ist auf der schwimmenden Stadt. So konnten sie so nah ran ans Festland. Salazar? Eine Eingreiftruppe bereit, Aufbruch in 60 Minuten. Informier Admiral Briggs. Wir kommen Menendez richtig nahe. Ich brauche unbedingt ein paar Antworten direkt von der Quelle. Ich treffe Wurz in der Kammer. Alles der Reihe nach. Karma. Verstanden. Icarus 9 beginnt Sinkflug. Alle Kanäle offen, Farid. Wir hören alle zu. Okay. Ihr werdet als Gewerkschaftsinspektoren ausgewiesen. Ihr habt Zugang zu den meisten Bereichen, außer dem gewünschten. Der Zentralcomputer wird gesondert geschützt. Der Zugriff ist nur mittels Netzhautscan möglich. Und hier kommt Sigi ins Spiel. Kurz gesagt, der Computer ist unsere Chance, Karma vor der Falkos-Leuten zu finden. Farid, konntest du auf die Personaldateien zugreifen? Noch nicht. Die Verschlüsselung ist ziemlich kompliziert. Komm schon. Du schaffst das. Section Ende. So leben also die 1%. Wenn das kein Einsatz wäre, würde ich mir hier glatt eine heiße Braut gönnen. Okay. Meinst du, die erwarten Ärger? Es ist die reichste Stadt der Welt. Was sie zu einem wahrscheinlichen Ziel für Raúl Menendez macht. Ja, renn nur. Tag. Alles fit? Okay. Cool bleiben. Stehen bleiben. Der Scanner hat gefährliche Materialien entdeckt. Oh, das ist ein Missverständnis, okay? Wir arbeiten an der Umgestaltung. Das kommt bestimmt von der Baustelle. Identifizierung bestätigt. Sir, bitte bleiben Sie, wo Sie sind. Peters, können Sie kommen? Wir haben ein Problem. Verdammte Scheiße. Ich dachte, wir werden diesmal gegrillt. Ganz ruhig, Harper. Die Abschirmung hat funktioniert. Der Scanner hat nichts gesehen. Okay, jetzt zeig deine ID und geh einfach durch. Hallo, die Damen, wir sind von der Gewerkschaft. Wie jetzt? Die Leute arbeiten nicht so viel im Kolossus. Was ist das? Guten Tag, meine Herren. Ein automatisches System durch deine biometrischen Daten ausgelöst. Wir fahren alle zur Hölle, Mann. Das war ganz cool. Lala. Wow. Cool. Wow, sieh dir das an. Dieser Ort ist unglaublich, was? Voll cool. Was kostet es wohl, hier ein Wochenende zu verbringen? Mehr als du in einem Jahr verdienst. Kein Scheiß. Kein Wunder, dass Menendez so viel ansammelt. Salazar und ich begeben uns zum Einstiegspunkt. Verstanden. Wie geht's dir, Schönheit? Piss dich, Arschloch.
Ach, ja, wieder. So weit, so gut. Hey, Sie sollten hier nicht drin sein. Wir sind von der Gewerkschaft. Okay, Section, ich bin drin. Leg los. Kolossus hat kürzlich private Militärdienstleister eingestellt, um das Sicherheitsteam zu verstärken. Kubanische Ex-Miliz. Wir sind gerade in ein paar von denen reingelaufen. Oi, eine Spinne. Cool. Okay, Sigi. Legen wir los. Cool, darf ich jetzt eine Spinne spielen? Harper, das Sicherheitsteam ist voll von denen. Sie sind feindlich. Irgendwas Ungewöhnliches? Wir müssen wissen, was ihr Ziel ist. Verstanden. Sigi kann an die meisten Oberflächen festhalten. Oi, Sigi ist eine Spinne. Sigi kann rüberspringen. Und hip. Warte, was machen Sie? Sprengstoff platzieren. Sie wollen das Schiff hochjagen? Erst wenn Sie Karma gesichert haben. Harper, aufpassen! Die Söldner machen an Bord Sprengsätze scharf. Ich verfolge hier gerade ein paar von denen. Sie kommen in deine Richtung. Verdammt! Wir hauen besser rein. Nu. Spinne. Komm, Spinne. Psst. Okay. Und jetzt? Hallo? Ach, guck. So fühlt sich eine Spinne an. Mhm. Lalala. Ach, da kann man rein. Komm, da rein will ich. Komm. Und da rein? Ach, Alter. Hui, und jetzt? Da lang. Und hüpf. Und da hoch und da lang und hüpf. Cool. Die Markierung. Bzip. Schocken, Sachsen! Was ist das denn? Scanne. Na dann scan mal. Oh. Es sind die Söldner. Harper, du hattest recht. Sie sind schon in den Serverraum eingedrungen. Los jetzt! Mach auf. Los! Bereit? Enemigo atravesando la puerta. Granada! Los! What the fucker? Cúbrese! Noch mehr? Und da hinten. Aber ah! Geht schon wieder gut los, ja. Vollidiot. Hallo, Kuckuck? Platziere Ablenk. Sicher, dass das funktioniert, Farid? Ich dachte, du vertraust mir. Okay, sind drin. Die Karma-Waffe könnte mit regulären Vorräten an Bord geschmuggelt worden sein. Durchsuche die Lieferscheine. Stichwort Karma. Mann. Nichts. Durchsuche die automatischen Sicherheitssysteme. Stichwort Karma. Irgendwas entgeht uns.
Durchsuche die Überwachungskamerabilder. Texterkennung Karma. Da. Karma ist keine Waffe? Es ist eine Frau. Chloe Lynch, Mitarbeiterin von Tacitus. Bis vor kurzem. Jetzt kennen wir ihren Namen. Wir können sie auf dem Schiff orten. Oberdeck, Club Solar.